Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ihr seht es vielleicht da im Hintergrund. Ich habe nach der letzten Folge ein bisschen Geld gesammelt und das Kleid gekauft. Kleid ist aber leider gar kein Kleid. Oh, ich hätte es so gern angezogen, aber es ist tatsächlich nur eine Schaufensterpuppe. Ich habe nicht gut genug aufgepasst. Naja, ist jetzt leider so. Jetzt haben wir eine sehr hübsche Schaufensterpuppe zu Hause rumstehen. Okay, also, ich habe einen Tipp bekommen, was ich mal ausprobieren soll. Und zwar, wenn ich die Quest aktiv schalte, ob Mickey dann vielleicht mit uns nach Hause kommt. Wir haben, glaube ich, noch alles da, ja. Mickey, wie sieht's denn jetzt aus? Ah, guck mal, da ist er schon. Mal schauen. Hey, du! Hey! Nahrungsaufnahme. Wir brauchen ein paar Äpfel und Weizen. Ja, habe ich. Ja, das wäre wunderbar. Danke, Kumpel! Nein, ich glaube, die Quest funktioniert trotzdem nicht, oder? Oder kam Mickey jetzt zu mir? Wartet mal. Denn angeblich... Oh, hey. Okay. Vielen Dank für das Kommentar an der Stelle. Ja, darauf muss man auch erstmal kommen, dass man die Quest tatsächlich aktiv schalten muss. Also doch kein Bug vom Spiel, nur ein Missverständnis meinerseits. Hallo! So, auweia. Eine sehr wichtige Sache fehlt uns noch. Ein Ofen. Ich habe einen Ofen. Du wirst einen in deinem Haus brauchen, bevor wir mit dem Kochen anfangen können. Aber wie der Zufall so will, habe ich einen übrig. Ich versuche mal ein bisschen mit der Stimme hochzugehen für Mickey, aber es klingt eher, als wäre ich, glaube ich, im Stimmbruch. Okay, wow, das ist echt, ja, praktisch. So ist das im Dreamlight Valley. Manchmal taucht genau das auf, was man braucht im richtigen Moment. Hier. Ja, danke schön. Da haben wir auch den gleichen Ofen, den wir schon haben. Bis ganz bald. Ja, gut. Danke schön. Okay, platziere den Ofen in deinem Haus. Ja, okay. Dann machen wir es halt nochmal. Ich hoffe, das beißt sich jetzt nicht, da wir den Ofen hier schon stehen haben. Entfernen. Kann ich jetzt zwei Ofen ausstellen? Ich bin mir... Ja, wir haben jetzt tatsächlich zweimal. Ob ich den auch verkaufen kann irgendwie? Ich weiß es nicht. Wie drehe ich nochmal? So. So, der nächste Ofen. Schön. Jetzt sollen wir Obstsalat und Cracker herstellen. Dann tun wir das doch. Ja, ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ist okay. Ist okay, Spiel. Bemühe dich nicht. So, einmal Cracker. Sehr schön. Und dann machen wir noch den Obstsalat. Der wollte drei da drin haben, ne? Dann so. Ein Obstsalat. Sehr schön. So, Mickey. Haben wir? Hallo! Oh, Junge. Das sieht echt lecker aus, Lenfir. Ich weiß, dass Remy eines Tages zurück im Dreamlight Valley sein wird, aber bis dahin sind deine Kochkünste auch nicht zu verachten. Ja, ich mache das sehr gern. Ich trage gern meinen Teil dazu bei. Ah! Ich weiß einfach, dass du einen tollen Job machen wirst. Du brauchst nur Remys Rezepte zu finden. Du kannst auch selbst welche erfinden. Wenn du willst, kannst du deine Gerichte auch den Dorfbewohnern im Tal servieren. Das wird sie sicher freuen. Wir haben wirklich Glück, dich zu haben. Oh, da habe ich, glaube ich, gerade ein paar coole Sachen bekommen. Oh, hier gibt es auch die Phantasia-Puppe. Und das Bett finde ich super schön. Das hätte ich wirklich gerne. Und den Brunnen natürlich. Wow. Okay, Mickey Level 2. Was soll Mickey machen? Gartenarbeit, ne? Ja, Mickey macht Gartenarbeit. Und wir sind Level 5 und haben noch cooles Zeug bekommen. Sehr schön. Das gucken wir uns sofort an. Kannst du reden, Kumpel? Ja, okay. Hey, du! Es ist wirklich toll, dich im Dorf zu haben, Lenfir. Es war ganz schön gruselig, bevor du hier warst. Und an einigen Orten ist es immer noch ganz schön gruselig. Ich habe versucht, das Tal allein zu beschützen, aber es war nicht einfach. Okay, wie solltest du es beim nächsten Mal einfach besser machen, Mickey? Ganz ehrlich, ist so eine Schande. Nee, du hast dein Bestes gegeben. Danke, ich schätze, ich habe mein Bestes gegeben. Ah. Wenn alle nach Hause kommen, möchte ich ihnen ein Tal bieten, auf das sie stolz sein können. Früher war das Tal voller Vogelgezwitscher. Ich frage mich, ob wir die Vögel wieder zurücklocken könnten. Ich habe eine Idee. Lass uns ein Vogelhaus bauen. Dafür brauchen wir Blumen und Holz. Danke, Kumpel. Ja, gerne. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Können wir gerne bei Zeiten machen. Jetzt mache ich aber erstmal, ich würde gerne deaktivieren. So. Ich möchte die nicht alle da oben rumstehen haben. Nimmt so viel Platz weg. So, dann gucken wir doch mal. Nee, hier nicht. Was haben wir denn da gerade noch bekommen? Schönes. Das passt nämlich so gut zu unserem Bett. Die habe ich schon gehabt. Ach, hier, die Fenster. Wow. Okay. Ein bisschen größer als gedacht. Warte mal, ich muss erstmal hier drehen. Ja. Vielleicht einfach hier direkt vors Bett? So.
Gut, rausgucken kann man nicht, aber ist ja auch egal. Aber wir haben auch nur eins. Okay, mehr als eins haben wir leider nicht. Waschbecken und gefließte Wand. Ja, nee. Nee, nicht so unbedingt. War's das schon? Okay, das war's. Reicht auch. So, Mickey, dann gehe ich mal raus hier. Sie ist gerade alleine gelaufen. Das war ein bisschen gruselig. Ich habe gerade gar nicht gedrückt tatsächlich. Ich habe gerade nur die Richtung bestimmt. Ah, ach so. Ah, ach Mensch. Wenn ich, das wusste ich gar nicht. Ich drücke eigentlich zum Laufen WASD, aber guck mal. Ach, wie cool. Das ist eigentlich viel besser. Ich kann tatsächlich, ich drehe ja mit der Maus, mache ich ja das hier. Und ich kann scheinbar auch wirklich, wenn ich das Mausrad einfach gedrückt halte, auch loslaufen. Das ist ja spannend. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja, ich kümmere mich mal gerade nicht um den Garten. Ich würde gern, bevor ich irgendwas anderes mache... Oh, na vielleicht das da noch. Moment, wir öffnen mal kurz diese Kiste hier. Aber da sind nur diese Event-Dinger. Ja, okay. Das sind die Event-Dinger. Okay, ich würde gern... Bevor ich mich jetzt wieder in tausend andere Aufgaben und so stürze, möchte ich mal kurz ins Schloss. Denn ich glaube, wir können tatsächlich eine Dornenranke wegmachen von einer Tür. Und eine neue Welt betreten. Schauen wir mal. Wer lebt denn hier? Oh, hallo. Hinter dieser Tür wirst du einen sonnenbeschienenen Ozean mit tropischen Inseln, einen charismatischen Halbgott und eine junge Frau finden, die eine sehr geschickte Seefahrerin geworden ist. Ist das Mac? Oh, das wäre so schön, wenn es Megarian wäre. Ja, ja, komm, machen wir. Ich will Mac treffen. Ich weiß, ich möchte auch Remy treffen, aber Mac. Prächtig, absolut großartig. Du hast die Welt von Vajana. Ach so. Oh. Ja, gut. Ist auch cool. Ich mag den Film auch sehr. Ich dachte, es würde um Herkules und Mac gehen. Wegen Halbgott und so. Na gut, dann halt Vajana. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, voll gerne. Okay, gut. Dann auf nach Vajana. Also, zu Vajana. Okay, die können sie wieder nicht leiden, oder wie? Okay, was haben wir denn hier Schönes? Und ich war so auf Herkules und Mac. Naja, okay. Dann wäre ich, glaube ich, lieber zu Remias mal gegangen. Aber auch schön. Ein Brett. Okay, ich sollte vielleicht erstmal mit dir quatschen, bevor ich jetzt wieder anfange, die Aufgaben im Vorhinein zu lösen. So, Vajana, wie geht's dir denn? Du hier! Großartig! Denn wir haben viel zu tun. Manchmal ist... Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich finde es manchmal ein bisschen doof, dass die nicht ihre richtigen Synchronstimmen haben. Aber gut, wäre wahrscheinlich auch schwierig, jetzt die Schauspieler oder Synchronsprecher ranzubekommen. Hi, ich bin Vajana von Motunui. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich komme von einem fernen Ort namens Dreamlight Valley. War Katze? Moment. Ich musste gerade auch ein bisschen raten, was da steht, ehrlich gesagt, weil Katzenrücken im Weg. So, mein Tal ist von seltsamen, dunklen Dornen überwuchert. Oh, Probleme mit Pflanzen. Hm. Hast du eine Göttin verärgert? Aus diesem Grund hatten wir vor nicht allzu langer Zeit ein großes Problem. Hm, ich habe das Gefühl, dass du meine Hilfe brauchst. Und ich würde dir wirklich voll gerne helfen. Aber ich habe Dinge, die ich zuvor erledigen muss. Ich bin auf der Suche nach ergiebigen Fischgründen im Ozean. Jetzt, wo meine Leute wieder Seefahrer sind, können wir mehr Gelegenheiten zum Fischen finden. Oh. Hey, wenn du mir dabei hilfst, habe ich Zeit, dir zu helfen. Ja, voll gerne. Großartig. Wir sollten damit beginnen, mein Kanu zu reparieren, damit es für eine lange Reise bereit ist. Mhm. Wir werden dafür etwas Holz und geflochtene Blätter brauchen. Wir könnten Seide verwenden. Das ist eine Art Stoff, der ein tolles Segel abgeben würde. Mach dir keine Sorgen, ja? Ich kümmere mich um alles. Oh, danke. Oh, eine Sache noch. Seit einem Sturm befinden sich einige Trümmer am Riff. Diese könnten das Kanu beschädigen, wenn wir losfahren. Oh. Aber ich wette, Maui kann helfen. Hast du ihn gesehen? Er ist hier irgendwo. Bis bald. Bis bald. Ich sammle mal. Und Maui gucken wir auch gleich. Bananen. Okay, ich brauche eine Schaufel. Aber schon schön hier, ne? Sehr schön sogar. Oh, die Musik im Hintergrund. Ja. Die höre ich tatsächlich sehr oft auf Arbeit. Muss ich leider zugeben. Ich gucke den Film auch öfter mal. Also, ja, schon öfter. Ich finde den schon echt gut. Fett.
schön. Ich würde am liebsten gleich loslegen. In die perfekte Tochter. Auf das Wasser. Kann ich darüber? Tatsächlich? Nee, kann ich nicht. Okay. Was war das? Achso, ein Garn. So, ich sammle einfach jeden Scheiß auf, der hier liegt. Dann würde schon stimmen, denke ich mal. Ach, was wir auch noch nicht gemacht haben, das wollte ich eigentlich am Folgenanfang machen. Habe ich jetzt leider vergessen, tut mir leid. Wir waren noch gar nicht bei Wally im Lastwagen drin, tatsächlich. Das werden wir noch machen. Verspreche ich euch. Vielleicht noch am Ende dieser Folge. Mal gucken, ob wir zurückkommen. Oh, na das ist doch perfekt. Komm, wir kleiden uns mal ordentlich hier. Nee, das wollte ich nicht. Aber cool. Schön, dass das auch geht. So, wo haben wir sie denn? Na, spitze. Jetzt noch ein passendes T-Shirt. Irgendwas strandmäßiges. Nicht das hier. Das ist noch am ehesten. Vielleicht auch keine Stiefel. Warte mal, hatten... Ach nee, die Sandaletten hatte ich bei Dinkim. Schade. Hier, wir nehmen mal... Oder vielleicht einfach barfuß. Komm, wir laufen mal hier barfuß durch. Passt vielleicht am besten. Und Basecap wäre vielleicht... Ach nee, ein Basecap wird mit der Haartracht da nicht funktionieren, oder? Ja, nee. Nee, nicht so. Okay. Maui, was sagst du? Hallo! Lass mich raten, du bist Vaianas neue Helferin, richtig? Ich schätze, sie hat dir von mir erzählt, dass ich Maui bin. Ja, wir brauchen Hilfe. Oh, ich verstehe. Du kommst zu einem Halbgott, damit er deine Probleme löst? Weißt du überhaupt, was für großartige Sachen ich bereits für die Menschen gemacht habe? Okay, wenn du die Zeit genommen hast, dich über meine legendärsten Heldentaten zu informieren, werde ich dir vielleicht helfen. Okay. Okay, ich bin raus. Okay. Dann, ja, weiß ich auch nicht, wie wir uns da informieren. Wir sammeln erstmal die Sachen. Wir brauchen auch noch Seide. Ach, Seide gibt es auch hier. Okay, ach, das ist dann, das ist das, was ich hier ausgegraben habe. Ah, Seide. Okay, zwei Holzstücke noch. Irgendwo muss ich noch eins versteckt halten. Eines noch. Da. Das habe ich übersehen. Okay. Na gut. So, Vaiana, ich habe zumindest das Holz. Hey! Hallo. Kann ich dir helfen, Lanfear? Ja, der große Maui. Ach, Lanfear, wie läuft's mit Maui? Ja, er sagt, er will mich testen über ihn. Ach, ist er das? Das klingt nach ihm. Nun, keine Sorge, ich werde dir alles über Maui erzählen. Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit, bla bla bla. Vergiss diesen Teil nicht. Oh, und er hat einen magischen Angelhaken, mit dem er sich in verschiedene Tiere verwandeln kann. Huh. Es gibt eine Menge Geschichten über ihn. Ich glaube aber, dass er seine Lieblinge hat. Yeah. Damals vergrub er Aridärme, die zu einer Kokospalme heranwuchsen. Ich glaube, das ist alles, was du über Maui wissen musst. Komm einfach wieder. Okay. Ich bin definitiv hier. Ja, ich hoffe, ich krieg das hin. Nämlich packt langsam so dieses Fernweh, was ich einfach nicht verstehen kann. Okay. Oh, hey! Mal sehen, wie viel du über mein Lieblingsthema weißt. Mich. Erste Frage. Wie lautet mein offizieller Titel? Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Ja! Yeah. Das ist richtig. Die meisten vergessen den letzten Teil. Gute Arbeit. Oh. Nächste Frage. Was habe ich Held der Menschheit vergraben, um Kokosnussbäume wachsen zu lassen? Aale. Ja, ich muss zugeben, ich war etwas überrascht, als das passierte. Ja, aber warum sollte man sich gegen diese Ergebnisse stellen? Vor allem, wenn sie köstliche Kokosnüsse beinhalten. Mal sehen, ob du alle Fragen richtig beantworten kannst. Mhm. Letzte Frage. Welche Macht erhalte ich durch meinen Angelhaken? Formwandeln. Ja, du meine Freundin hast den Maui-Test mit Bravour bestanden. Schön, einen Fan zu treffen. Oh. Was brauchtest du noch gleich? Kannst du mir vielleicht dabei helfen, die Trümmer vom Strand zu entfernen, damit ich Vaianas Kanu frei bekomme? Ach, sicher. Gib mir die Spitzhacke, die du da hast. Ich mach sie so stark wie mein Haken. Oh, sehr schön. Wir kriegen ein Update.
Hier, bitte. Ein Geschenk von einem Halbgott. Jetzt geh und befreie das Kanu. Wieso muss ich denn das selber machen? Na gut. Danke, Zwerg. Bitteschön. Voll gerne. Der Witz wird auch nicht alt. Wo ist denn das Huhn? Ich, ganz ehrlich, beste Amvayana-Film ist das Hühnchen. Wo ist es denn? Na gut. Muss ich das hier wegmachen? Bin mir nicht sicher. Okay. Ah. So, wir sind ja bereit. So, geschafft. Vajana, können wir dann? Okay, ja, mächtig. Bitteschön, Vajana. Holz und Seide für das Segel. Hallo! Wow, ich danke dir. Das ist genau das, was ich brauchte. Wir sind bald bereit zum Aufbruch. Wow, herzlichen Glückwunsch. Yay, und jetzt segeln wir zum Horizont. Na, was los? Horizont, los. Hallo. Hallo, kann ich dir helfen, Lanfear? Ja, Horizont und so. Was? Wieso segeln wir jetzt nicht los? Vajana? Habe ich was verpasst? Moment. Achso, müssen wir noch Maui Bescheid sagen? Ich guck mal. Vielleicht. Maui, möchtest du mitkommen? Wir sind jetzt Hallo! Los. Nun, du hast es geschafft, Lanfear. Hm. Nicht einer so fantastisch wie mein Kampf mit Tamatoa. Aber, naja, du bist ja auch nur Mensch. Maui, ich hoffe, dass ich eines Tages... so stark werde wie du? Ja, eher nicht, aber du kannst weiter träumen. Vielleicht werden deine Taten fast genauso legendär wie meine. Geh jetzt und hilf Vajana bei ihrem Fischstehen. Hey, gut gemacht. Das wäre schon cool, wenn auch Tommy Morgenstern in Form... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Krebstier da hieß. Ich fand das Lied so cool. Ich bin ja ein großer Fan von Tommy Morgenstern seit Dragon Ball. Wo er Son Goku noch gesprochen hat, also den erwachsenen Son Goku von Dragon Ball Z. Und der singt einfach auch so toll. Wow. Na gut, Vajana? Hey! Okay, die Sturmtrümmer sind beseitigt und mein Kanu ist bereit. Siehst du die Linie, wo der Himmel auf das Meer trifft? Ich wollte schon immer dorthin segeln. Ja, ich kann es kaum erwarten, mit dir zu segeln. Wenn du so bist wie ich, wirst du es lieben. Okay, lass uns an Bord meines Bootes gehen und ein bisschen Spaß auf dem Meer haben, ja? Ja, sehr gern. Wie cool ist das denn? Na, da sind wir. So schnell kann es gehen. Du hier! Großartig, jetzt. Denn wir haben viel zu tun. Jetzt, wo wir auf dem Meer sind, möchte ich dir etwas zeigen. Hm. Als ich im Kanu gearbeitet habe, habe ich das hier zwischen den Planken gefunden. Ich weiß nicht, wie es dorthin gekommen ist oder was es ist. Es sieht aus wie eine Karte, aber nichts darauf kommt mir bekannt vor. Könntest du einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Bis bald. Oh Gott. Die Oma ist auch da. Okay, kommt leider nicht wieder. So, wie gucke ich denn auf die Karte? Oh, da ist sie wieder. Ich kann nicht M drücken. Das geht nicht. Kartenerinnerung. Okay. Dann los. ja. Ja. Ja doch. Ich denke, ich weiß Bescheid. Na, oh, die Rochen sind so cool. Hallo! Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber jetzt verstehe ich sie. Sie zeigt die verschiedenen Bereiche des Meeres in der Nähe dieser Insel. Die ergiebigen Fischgründe werden weiter draußen sein, aber sieh nur, ein dichter Nebel versperrt uns den Weg. Wir müssen etwas finden, womit wir sicher passieren können. Etwas, was uns den Weg erhält. Ich sehe mich um. Mhm. Der Karte zufolge befinden wir uns im Süden, in der Nähe des Nebelrandes. Es sieht so aus, als gäbe es noch ein paar andere Orte, die markiert sind. Das hier sieht so aus wie die Felsnadel im Nordwesten und die kleinen Inseln im Nordosten. Ein Korallenriff im Südwesten und ein Schiffswrack im Südosten. Warum wählst du nicht aus, wo wir als erstes suchen? Ich habe das Gefühl, dass du etwas finden wirst, das uns den Weg beleuchtet. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier.
Wie suche ich denn in den verschiedenen Bereichen? Wo kann ich das auswählen? Großartig. Keine Angst. Denn der Ozean ist mein Freund. Tun. Okay, ich fragen? Wolltest du mich etwas fragen? Ich weiß nicht, wie man segelt. Keine Sorge, ich kümmere mich um die Navigation. Du brauchst mir nur zu sagen, wohin du segeln magst. Hast du irgendwelche anderen Fragen? Nö. Schon gut. Okay, ich bin seeklar. Wohin sollen wir als nächstes segeln? Lass uns doch zum Schiffswrack. Das finde ich cool. Das Schiffswrack klingt gut für mich. Bis bald. Ja, und nun? Was mache ich jetzt hier? Hallo! Super. Okay. Wie untersuche ich denn hier irgendwas? Suche in den verschiedenen Bereichen des Ozeans noch etwas, das den Weg durch den Nebel beleuchtet. Okay, hier ist nichts, ne? Ich würde mal sagen, das ist dann wahrscheinlich falsch hier. Du hier! Ja, ich würde gerne woanders hin. Denn wir haben viel zu tun! Ja, deswegen, lass mal los. Wie wär's denn mit dem Korallenriff? Bis bald! Ah! Na, was haben wir denn da? Eine Lampe. Schade, dann sehen wir die anderen Sachen gar nicht mehr wahrscheinlich. Finde ich eigentlich ein bisschen doof, dass wir es jetzt direkt erraten haben. Sehr hübsch. Können wir gleich Fotos machen von Corazon und Mushas und so. Oh, nee, warte mal, das war Pokémon Snap. Okay, ja, hier, bitteschön. Ich hab da was. Ach, der auch im Hintergrund, sehr schön. Du hast eine Fackel gefunden. Das ist fantastisch. Sie wird uns helfen, den Weg zu erhellen. Lass uns zurück zum Rand des Nebels fahren. Ich werde sie auf dem Kanu befestigen, während wir segeln. Okay. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Wo ist jetzt die Fackel? Da. Hallo. Keine Angst. Ja, ich weiß schon. Lass uns durch den Nebel. Okay, wir sind bereit. Auf in den Nebel. Die Fackel, die wir gefunden haben, wird die Nacht und das Meer erhellen. Ja, eigentlich ist gerade früh morgens, aber okay. Ah, ist so Angel. Okay. Na, dann schauen wir nochmal. Vielleicht nicht mit dem Handy. Moment, ich suche gerade noch die Angel. Nee, da. Nee, das war falsch. What? Hä? Ich komme nicht weiter. So. Irgendwie weiter ging die Angel gerade tatsächlich nicht. Ach, schön. Albino-Thunfisch. Okay, den hatten wir noch nicht. Also, Vajana, scheint hier Fische zu geben. Bitteschön. Du hier. Wow, du hast einen Fisch gefunden. Denn wir haben viel zu tun. Das bedeutet, dass ein guter Ort für meine Leute sein wird, um unsere Vorräte aufzufüllen. Vielen Dank für deine Hilfe, Lanfear. Wenn du willst, kann ich jetzt mit dir dein Tal besuchen. Du brauchst einen Ort, an dem du leben kannst. Einen Ort, der sich vertraut anfühlt, in der Nähe des Ozeans liegt. Ah. Das ist mir wichtig, danke. Ich werde zur Insel zurücksegeln. Hol mich, wenn du bereit bist. Danke. Okay, wir müssen Vajana einen schönen Ort bei uns bereiten. Das werden wir tun. Wir sehen uns wieder, Vajana. Ach, das war schön. Ja. Okay, das war wirklich schön. Vor allem mit der schönen Musik im Hintergrund. Ist auch eins meiner, ja, ich glaube schon, eins meiner Lieblings-Disney-Lieder. Auf jeden Fall. Also das Titellied, was da gerade die ganze Zeit im Hintergrund lief. So, wie kümmere ich mich jetzt darum, dass sie ein ordentliches Haus bekommt? Drücke Y, um auf die Möbel. Ach, haben wir das schon einfach? Ah, okay. Aber das soll ja in Meernähe stehen. Und das Problem ist, wir kommen da gerade gar nicht hin, ne? Das ist ja voll doof. Da sind uns, glaube ich, noch die Wege abgeschnitten. Oh nein. Das ist blöd. Also ich würde die ja schon gerne da unten am Strand platzieren, ehrlich gesagt. Ach, für 1000? Oh je, vom schnellen Strand geht eine dunkle Magie aus. Wir müssen die Säule der Freundschaft auf der Wiese reparieren. Das sollte uns den Zugang zu neuen Biomen im Dorf ermöglichen, ja. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Wir müssen erst die Säule hier reparieren, dann kommen wir runter.
Ja, und dafür brauchen wir die Freundschaft. Okay, da würde ich ja fast sagen, bevor wir Vajana jetzt hier irgendwo sonst wo hinstellen, ich würde sie schon gern da haben, wo sie auch tatsächlich leben möchte, ehrlich gesagt. Also sollten wir uns vielleicht vorher die Freundschaften ermöglichen. Hier, ne? Warte mal, das mal kurz weg. Freundschaft ist alles. Ja, damit machen wir, glaube ich, die Kugel. Also wir brauchen 5 Freundschaftslevel. Das 5. Freundschaftslevel mit 3 Dorfbewohnern, meine ich. Okay, dann sollten wir vielleicht erstmal das machen. Das wird nicht so lange dauern, glaube ich. Und dann können wir Vajana ihre Hütte an den Strand stellen. Bevor ich die jetzt hier irgendwo hinstelle. Oh, warte mal. Wow, da waren viele drin. Dann würde ich jetzt nochmal kurz am Abschluss der Folge, weil ich es versprochen habe, noch bei Wally reingucken, in das Lager hier. Ich glaube, ja, da gibt es auch noch eine schöne Kiste. Sehr schön. Gleich mal mitnehmen. Wieso? Oder auch nicht. Moment. Jetzt. Oh, nochmal Kleidung. Wir gucken mal. Ja. Braune Sicherheitshandschuhe. Okay, auch schön. Wenn wir nochmal was mit Wolli machen sollten, können wir die anziehen. Wolli ist gerade gar nicht da. Okay, ja, also ein bisschen leer hier, ne? Kann Wolli noch Sachen sammeln? Oh, da hinten ist ein Zettel. Moment. Huch, habe ich es jetzt weggeklickt? Oh nein. Ja, welcher war es jetzt? Moment. Rivalität in letzter Zeit? Nee. Kannst du so uns helfen und das genauso Lust? Nee, das ist es nicht. Ach, das ist ja jetzt doof. Merlin? Nee. Mine so ein bisschen schwer, aber ich merke trotzdem, dass er vollkommen untröstlich ist. Mini? Nee. Schöner Ort. Garten wäre? Nee. Goofy zu besuchen? Alberne Ideen? Nee. Berühmte Dagobert Duck, ein Geschäft in unserem Dorf zu eröffnen? Nee. Verdammt. Welches ist es denn jetzt? Wolli ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Mühe lohnt sich. Dieser kleine Roboter hat ein großes Herz und es gibt viele Zwischentöne in seinen O's und A's. Okay, das wird's gewesen sein. Okay, Leute, dann wären wir für diese Folge tatsächlich durch. Oh, wo kommt denn die auf einmal her? Oh, noch ein kleiner. Man kann ja einfach nie mal aufhören. Wenn man erstmal angefangen hat zu spielen, ist vorbei. Oh, jetzt haben wir schöne Sandalen. Na toll. Die hätten wir vorhin gebraucht auf der Insel. Aber wir müssen uns, glaube ich, gleich wieder umziehen. Wie viele Dreamlights haben wir denn jetzt? Wo sehe ich denn das? Warte, wir können auch... 2000. Okay, wir brauchen wieder 3000. Dann können wir das nächste Tor öffnen, glaube ich. Na gut. Aber in der nächsten Folge kümmern wir uns dann vielleicht um die Freundschaften. Also dann, schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Schöne sonnige Tage. Bye bye.